Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Die letzten paar Tage waren ja sehr wild. Sehr plötzlich sind den Cheatern die Spiele um die Ohren geflogen. Viele wurden live gebannt, hauptsächlich weil irregulares Gameplay erkannt wurde. Man kann hier also endlich von einer serverseitigen Lösung ausgehen. Und auch an Overwatch und den Demos wird fleißig weitergearbeitet. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal an. Sprich, ich bin ein Jahr älter als mein Alter. Vorgestern, also am 1.5., ist mal wieder ein Update erschienen, in dem unter anderem auch an der Demo-Geschichte weitergearbeitet wurde. Die Demo-Wiedergabe wird am Ende einer Aufnahme pausiert, anstatt zum Hauptmenü zurückzukehren. Das ist eine von vielen Änderungen, die aktuell die Demo-Wiedergabe und die Demo-Funktion an sich betreffen. Es heißt aktuell sogar, dass die Demo-Wiedergabe und diese gesamten Funktionen hier so gut sind wie noch nie. Man merkt also, dieser Punkt, Demos und Co., ist Valve sehr, sehr wichtig. Und die Frage warum, ist, denke ich, selbsterklärend. Gabe Follower hat in seinem aktuellsten Video hierzu auch nochmal einige Informationen gebracht und geht auch stark davon aus, dass die Volvos aktuell sehr, sehr, sehr exzessiv an den Demos und natürlich auch an den Overwatch-Funktionen arbeiten. Aktuell ist noch nicht bekannt, dass irgendein User die Overwatch-Funktion freigeschaltet bekommen hat bzw. overwatchen kann. Man geht ja gerade vielmehr davon aus, dass das ausgelagert wurde auf eine Firma oder mehrere Firmen und diese Firmen sind nach einem kleinen Training, wie erkenne ich welche Cheats, dazu jetzt in der Lage, Overwatches zu machen und dann die Bans eben auch durchführen zu lassen, beziehungsweise weiterhin das KI-Anti-Cheat zu unterstützen in der Erkennung von Cheats, beziehungsweise Cheater-Verhalten. Und das ist vor allem, wenn dann der ganze Rage-Kram abgeschlossen ist, dann der nächste Schritt oder der nächste logische Schritt, dass man auch eben die Leute, die in Richtung Legit gehen, erkennt und bannt. Natürlich gibt es auch dort Grenzen. Sobald du hier sitzt und sagst, der könnte anhaben, könnte aber auch einfach ein sehr guter Spieler haben, er hat offensichtlich keine krassen Vorteile, sondern er spielt halt einfach sehr gut. Ob das jetzt ein ganz, ganz sanft eingestellter Cheat ist oder einfach reines Können, man weiß es nicht so genau. Das sind dann die Fälle, die am Ende eben zu den größten, naja, ich will jetzt gar nicht sagen Schwierigkeiten werden, denn sobald du wirklich nicht mehr erkennen kannst, was ist jetzt hier los, dann kommen wir an einen Punkt, an dem zum Beispiel Valorant steht. Da sind Cheater drin, aber sie sind gezwungen, so Legit zu spielen, so sanft und seicht reinzucheaten, ja, dass es auch einfach nur Smurfer sein könnten oder halt ein guter Spieler. Zu dem Anti-Cheat von Valorant und auch generell zu diesen Kernel-Level-Anti-Cheats sage ich auch gleich noch was. Rollen wir mal kurz wieder zurück zu unserem Punkt Overwatch. Es scheint noch nicht so weit zu sein, dass die breite Masse es nutzen kann oder soll. Natürlich wollen die Volvis, dass es da nicht auch wieder große negative Schlagzeilen gibt, von wegen, das geht nicht richtig, man kann die Demos nicht gescheit abspielen, bla bla bla. Deswegen fahren sie jetzt die ganze Zeit sehr exzessiv diese Fixes und lassen die ganze Geschichte, wenn es denn tatsächlich stimmt, über eine externe Firma laufen und die wissen sowieso Bescheid. Hey, macht es, da sind vielleicht Fehler drin, das werden wir sehen, vielleicht, was weiß ich, schützt der Demo ab. Ich habe keine Ahnung, was für Fehler dort vorfallen können, aber ihr wisst ja, wie pingelig wir sind. Ne? Es braucht ja nur bei ein paar Leuten nicht zu funktionieren, dann wird sich schon aufgeregt, oh, es stürzt ab. Und natürlich ist diese Kritik auch berechtigt. Darum kann ich mir gut vorstellen, dass sie die ganze Sache gerade mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen halten. Denn negative Schlagzeilen haben die Volvos jetzt die letzten paar Monate und Jahre ja sowieso schon fett angesammelt. Da muss man das bei sowas ja nicht noch weiter eskalieren lassen. Der eben angekündigte kleine Einschub bezüglich Kernel-Level-Anti-Cheat ist noch folgender. Viele wollen das gerne, weil sie sagen, damit kann man die krassesten Cheats schon mal weghauen. Es wäre eine tolle Sache und dann hat man schon mal deutlich mehr Ruhe und kann sich anderweitig um die schlimmeren Dinge kümmern, die eben an diesem Anti-Cheat vorbeigehen, wie externe Cheats und so weiter und so fort. Die Gegenseite sagt, hey, ich will aber nicht, dass mein PC einfach so offen ist für dieses Anti-Cheat und die Leute, die dahinter sitzen und gegebenenfalls auch für Hacker, die sich da rein machen und dadurch eine Backdoor einfach in mein System haben. Beide Seiten sind verständlich und ich denke, dass Valve aktuell mit ihrer gesamten Herangehensweise die ganzen Hardcore-Cheater, die man mit einem Kernel-Anti-Cheat wegnudeln können wird, auch so wegbekommen, wenn sie das weiter verfeinern. Und somit könnte dann, wenn alle Funktionen zusammenarbeiten, ein Kernel-Level-Anti-Cheat jetzt nicht zwingend obsolet werden, aber zumindest eben nicht in CS2 gebraucht werden, weil man sich auch anderweitig drum kümmern kann und vor allem auf eine Art und Weise, die nicht so invasiv ist in deinen eigenen PC, was ich sehr schätze. Es gab ja einen Post, der, glaube ich, im Video von Gabe Follower verlinkt war, und zwar von einem Kai Exe, der schreibt, Vanguard, also das Anti-Cheat von Valorant, macht nicht nur jeden Tag Screenshots von deinem Computer, sondern überwacht auch deine Tastatur und deinen Papierkorb, und das wäre extrem illegal. Ob das alles so stimmt und inwiefern wir jetzt hier auf diesem Code das alles jetzt, ich weiß nicht, herauslesen sollten, das sieht maximal eher in diese Screenshot-Richtung gehend aus, aber jetzt nicht
was für recycled bin und hin und her. Und natürlich auch, wie illegal das ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich würde sogar behaupten, dass es gar nicht so illegal ist, weil du natürlich bestätigst, dass sie das machen. Wenn du den Kram runterlädst, kommt irgendwo Terms and Conditions oder was und da drückst du am Ende halt auf gelesen und akzeptiert. Und dann erlaubst du das nun mal. Guck einfach mal ganz kurz, was hier unten steht. Das hat man bei Gabe nicht gesehen. Vanguard macht das angeblich nicht. Aha, sie würden nur Screenshots machen, während du das Spiel spielst. Was ja bei einem Anti-Cheat Sinn macht. Das musst du ja auch sehen, was passiert. An sich ist dieses Beispiel auch relativ schwach. Worum es mir geht, ist, wenn die Volvos etwas kreieren können, meinetwegen aus einem Konglomerat von Optionen, Möglichkeiten und Vorgehensweisen, durch die man einen ähnlichen Effekt erzielen kann, wie ein auf Kernel-Basis oder Ebene arbeitendes Anti-Cheat, dann finde ich das auf jeden Fall super. Aber natürlich gibt es auch Cheats, die an der ganzen Sache halt trotzdem vorbeilaufen, die noch tiefer im Hintergrund laufen, beziehungsweise auf externen Maschinen. Da muss man ganz anders dagegen vorgehen. Dazu kann ich sehr gerne noch ein eigenes Video machen. Ich hatte sowieso noch ein recht großes Projekt offen über KI-Anti-Cheats. Aber okay, weiter im Text. Mein Fazit zu der Overwatch-Geschichte ist folgendes. Aufgrund der vorliegenden Daten gehe ich stark davon aus, dass Overwatch irgendwann für uns alle verfügbar sein wird, beziehungsweise für sehr vertrauenswürdige User der Steam-Community. Wann es soweit sein wird, weiß ich nicht. Da man aber erkennt, dass hier gerade wirklich, ich denke, exzessiv ist ein paar treffendes Wort, an den Demo-Funktionen und auch an den Overwatch-Funktionen arbeiten, denke ich, dass es dieses Jahr wohl noch was werden könnte. Und jetzt kommen wir nochmal kurz zu dieser Bannwelle, die ja frisch stattgefunden hat und auch nach wie vor stattfindet. Man kann hier aktuell auf Converse sehen, dass es hier schon wieder nach oben geht und bedenkt bitte, diese 50 WAC-Bans sind jetzt nicht wirklich sonderlich aussagekräftig, denn es gibt sehr, sehr, sehr viele Shadow-Bans, die nirgendwo aufgeführt werden. Selbst auf den Accounts, die diese Global Cooldowns erhalten haben, ist kein WAC-Status vermerkt, also es ist kein trackbarer Bann, sondern sie werden einfach nur davon abgehalten zu spielen. Sie können nicht spielen, weil sie, wie man hier sieht, durch Overwatch convicted wurden und jetzt halt einfach in der Schwebe hängen. Diese letzten paar Tage waren sicherlich ein sehr positives Zeichen für uns als CS-Community, weil wir gezeigt bekommen haben, dass die Volvos sehr wohl in der Lage sind, sich um die Cheater-Problematik zu kümmern. Man merkt auf jeden Fall, dass das nach wie vor eine Art Testlauf war, um zu gucken, dass man da keine False-Buns und so weiter mit reinhaut. Und natürlich, um zu schauen, wie gut diese serverseitige Lösung funktioniert. Also, dass der Server eben entdeckt, dass jemand cheatet und man auch zum Beispiel nicht mehr reporten muss. Natürlich könnt und sollt ihr nach wie vor Cheater reporten, wenn ihr welche seht. Aber in Theorie sollte es zumindest bei obvious Cheatern oder halt zumindest Rage-Hackern so sein, dass der Server und das System selbst erkennen, oh, da stimmt was nicht und weg. Natürlich habe ich mir das aktuellste Video von Follower und auch einigen anderen angeschaut und ja, so gut wie jeder geht davon aus, dass das jetzt, wie gesagt, ein erster Test war, dass das weiter raffiniert wird und dann eben sukzessive eingebaut oder eben vielmehr gefestigt wird im Gesamtsystem und dass wir auch nach wie vor mit einem Main-Anti-Cheat rechnen können. Das heißt, das Geschehene war ein Funktionstest von ein paar Dingen, die eben hinzugefügt wurden über die letzte X Zeit und jetzt dann mal angeschaltet wurden. Wir werden aber noch mit sehr viel mehr rechnen können. Ihr erinnert euch vielleicht, vor 2, 3, 4, 5 Videos habe ich euch gefragt, wie ihr euch am besten den Kampf gegen Cheater vorstellen könntet und einige haben geschrieben, wenn man bedenkt, was sie bereits alles hinzugefügt haben, also die Volvis im Hintergrund, an Möglichkeiten Cheater zu Nudeln, wie halt zum Beispiel WAC-WAC-Live, WAC-Net, Overwatch und diese ganzen kleinen Funktionen, dieses abnormale Gameplay, dann die Sache, bei dem das Fadenkreuz und die Umgebung überprüft wird und so weiter, da habe ich schon einzelne Videos dazu gemacht. Das sind vorneweg 8, 9 oder 10 Systeme, sicherlich auch einige, die wir halt, von denen wir gar nichts wissen, die ineinander greifen und zusammenarbeiten werden, um uns Ruhe zu bringen. Natürlich auch das Trust-System und vieles andere. Fürs Erste wurden diese Rage-Geschichten und natürlich auch damit einhergehend diese HVH-Geschichten ausgedünnt. Sicherlich werden wir nach wie vor mit Cheatern zu kämpfen haben, doch ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir diese ganz brutalen Fälle komplett los sind. Das Wichtigste, das man aus diesen letzten paar Tagen herausnehmen sollte, ist das Wissen, dass die Volvis auf jeden Fall dran sind. Sie sind nicht, wie viele vor Monaten behauptet haben, nicht mehr interessiert an Counter-Strike, es soll ja nur Geld bringen und alles andere ist scheißegal, sondern sie machen, sie wurschteln, sie ballern rein. Da ich jetzt nicht mehr so viel Zeit habe, bevor der Livestream heute Abend startet, 20 Uhr kommt dran, machen wir jetzt geschwind noch ein neues Giveaway und lösen aber dann im nächsten Video mindestens 3 Giveaways auf, vielleicht sogar 4. Heute haben wir für euch eine StatTrak USPS Flashback raus, unbenutzt. Und heute machen wir es wieder relativ einfach, um hier gewinnen zu können. Schreibt einfach ein Emote von YouTube selbst mit in euren Kommentar hinzu. Die Emotes könnt ihr hier unten auswählen und dann könnt ihr da einfach irgendwas benutzen, egal was. Ich habe mich vorgestern übrigens sehr gefreut, dass ihr das alles so gut hinbekommen habt mit dem Punkt und dass ihr damit unter echt witzige Sachen geschrieben habt. Ich habe mich dran gesetzt und einige Kommentare bereits kommentiert, aber dieses Video alleine hatte irgendwie ohne meine Antworten 300 Kommentare. Also das ist, ja, es ist recht viel. Aber ja, ich gucke weiterhin, dass ich Kommentare kommentiere, aber ich kann leider nicht mehr alle
halt machen. Also ich werde es nicht hinkriegen. Es geht nicht, es ist zu viel. Was mich auf der einen Seite extrem freut, aber auch ein bisschen schade ist, weil ich habe halt die letzten 10, 11 Jahre immer alle Kommentare restlos kommentieren können. Und jetzt ist es halt eigentlich nicht mehr möglich, weil es so viel ist. Ich müsste dafür jemanden einstellen, der das macht, aber dann habe ich das ja nicht kommentiert, also bringt es da nichts mehr. Also finde zumindest ich. Wenn, dann mache ich das oder es sind halt einfach keine Antworten da. So, hier natürlich noch ein riesiges Willkommen an alle neuen Zuschauer. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier eingeschaltet habt und abonniert habt und so weiter und so fort. Kommentiert natürlich auch. Danke dafür. Wir sehen uns dann heute Abend live wieder ab 20 Uhr, wie jeden Freitag. Da könnt ihr gerne mit reinkommen und spielen und bei den Giveaways mitmachen und so weiter und so fort. Heute gibt's übrigens diese Amphi Affi The Emperor zu gewinnen. Also rankommen, euch. Ja gut, danke für alles. Haut rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.